Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Rodi backt und kocht. Ich bin mal so durch meine ganzen Videos durchgegangen, die ich bisher schon so gemacht habe, und dabei ist mir aufgefallen, what the hell, ich habe noch gar keinen Nusskuchen gemacht. Kann ja nicht sein. Deswegen habe ich mal ein leckeres Nusskuchenrezept rausgesucht. Ist auch wieder Quark mit drin und das macht einen super fluffigen und auch einen schönen saftigen Nusskuchen mit einer guten Nussnote, aber auch der Frische vom Quark. Und dabei ist die Zubereitung auch noch denkbar einfach. Und deswegen gleich ab in die Küche, legen wir los. Die Zutaten stehen wie immer unten in der Infobox. Wir fangen an und nehmen unsere Butter, die geben wir hier einfach mal in ein Rührschüsselchen. Dann kommen auch schon die Eier dazu, 4 Stück sind es hier insgesamt. Dann verrühren wir das Ganze kurz einfach so ein bisschen. Dann, wenn es ein bisschen verrührt ist, den Vanillezucker gleich mit rein und dann auch noch den normalen Zucker schön einrieseln lassen unter dauerndem Rühren. Der löst sich dann auch wirklich schon auf. Jetzt kommen wir zu unserer Mehlmischung zusammen mit der Speisestärke. Die geben wir auch rein. Und jetzt wird der Teig auch ein bisschen fest. Das macht aber gar nichts, denn jetzt wird es wieder lockerer. Jetzt geben wir den Quark dazu, da mindestens 20% Fettanteil, sage ich mal, im Quark. Wenn es ein bisschen mehr ist, macht es auch nichts. 200 Gramm gemahlene Haselnusskerne gebe ich rein. Wer es ein bisschen nussiger noch möchte, es geht bis zu 250. Wenn euch der Teig zu fest wird, könnt ihr noch ein bisschen mehr Quark zugeben. Ganz zum Schluss, wenn wirklich alles ganz toll verrührt ist, dann geben wir dazu ein Päckchen Backpulver und dann fetten wir unsere Form auch schon aus und neben dem Ausfetten wird die dann auch noch mit Semmelbrösel ausgestreut. An dieser Stelle solltet ihr eigentlich sehen, wie ich noch Semmelbrösel in diese Form da hinein tue und dann schön darin verteile, einfach ein bisschen durchdrehen und wenden und dann den Teig da rein tue. Leider hat die Speicherkarte den Geist aufgegeben und daher muss ich euch das jetzt leider so sagen. Macht aber auch nichts. Ich denke, Semmelbrösel und Teig, den bekommt ihr auch ohne meine Hilfe da rein. Danach geht der Kuchen übrigens in die Röhre und zwar Umluft 180 Grad für eine Stunde. Macht mal die Stäbchenprobe, Schaschlikspieß rein und wieder raus nach einer Stunde. Wenn kein Teig mehr dran klebt am Schaschlikspieß, dann ist euer Kuchen fertig. Ja, und ist die Stunde vorbei und der Kuchen ein wenig ausgekühlt, stürzen wir den hier einfach auf einen Teller und ihr seht schon, wie herrlich sich der da löst. Dann nach Belieben mit Puderzucker oder Schokolade überziehen und schon steht eurem Genuss nichts mehr im Weg. Der schneidet sich schon ganz herrlich an, das lässt sich sagen, so sieht er aus. Und jetzt der Geschmackstest. So, Nusskuchen fertig, machen wir noch kurz den Geschmackstest. Sehr gut. Richtig schön saftig. Eine gute nussige Note. Und auch die Frische vom Quark schmeckt man deutlich raus. Also, ein super Rezept. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rodi.